Apostelgeschichte 22 und wir möchten sprechen über heilsame Lehre. Was glaubt eigentlich ein Bibelgläubiger in die letzten 20 Jahrhunderten? Das ist heute nicht mehr so klar, das ist, weil die meisten die Geschichte von Bibelgläubigen und vor allem von Bibelgläubigen, Bibeltreugemeinen nicht mehr kennen. Wir haben einen Kurs in unserem Institut, das ist von Gaius Bibelinstitut über 4 Semester von je 16 Wochen über die Geschichte von die neugeborenen bibelgläubigen Christen. Und ich möchte heute darüber sprechen, über was eigentlich diese bibelgläubigen Christen immer geglaubt haben, die letzten 20 Jahrhunderte. In alle verschiedenen Gruppen oder Namen, die sie bekommen haben. Und wir möchten damit anfangen in Apostelgeschichte 22. Wo Paulus sich verantworten soll für die Juden, die ihn versuchen umzubringen. Offenbarung Apostelgeschichte 22, Vers 1. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, höret mein Verantworten an euch. Also er gibt hier eine Verantwortung und erzählt eigentlich sein Zeugnis. Und dann erzählte, wie den Herrn ihm begegnet hat, in Vers 8. Ich antwortete aber, und das ist am Anfang auch die Frage, Saul, Saul, warum, was verfolgst du mich, in Vers 7, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und dann antwortet Saul damals noch in Vers 10, ich aber sprach, Herr, was soll ich tun? Das sind sehr wichtige Fragen für Ungläubige, natürlich Jesus, wer bist du, Herr? Und für die meisten, die hier sitzen als Christ, Herr, was soll ich tun? Auch in den meisten Bibeln ist das was weggeschnitten. Lassen wir noch Gott um seinen Segen fragen. Vater, wir kommen zu dir als ausgerufene Gruppe, erlöste Leute, gekauft mit dem Blut deines Sohnes, und dich zu loben, zu preisen, zu danken, anzubeten. Und danke speziell für dein Wort, für den Sohn. Und in seinem Namen fragen wir auch deinen Segen, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und mich Gnade und Weisheit schenkst, um es wird klar und verständlich zu übertragen, dass es in Herz von jeder reingeht und auch wenn jemand noch nicht von Neuem geboren ist, dass diese Person auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich auch gerne Gottes einziger Sohn aufnimmt als persönlichen Heiland. Danke, Vater, dass wir uns hier an Freitag treffen können. Wir beten speziell noch für die Anliegen, die wir gehört haben. Und danke für die, die Reisen, die wir machen dürfen, die letzte Zeit in verschiedene Orte, um dein Wort noch zu verkündigen. Bitte, dass es dein Segen, deine Gnade umfangt, um Leute zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Bitte speziell noch für Oleks Mutter und die Situation. Bitte hilfe sie, dass auch sie den Herrn Jesus Christus als persönlichen Heiland kennenlernen. Das fragen wir alles in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Nun, diese Predigt ist eigentlich eine Bestätigung, ein in Erinnerung bringen von dem, was du vielleicht schon weißt. Nicht vielleicht etwas ganz Neues, aber ab und zu braucht das, um dich zu festigen, zu vertiefen in dem, was wichtig ist. Und was wir hier so besprechen in so 10 bis 12 kurze Punkte, ist etwas, was eigentlich die Bibelgläubigen der letzten 20 Jahrhunderte geglaubt haben. Wir haben hier ein Bild, eine offene Kerze, auf einer offenen Bibel mit 7 Sternen und darauf, es ist auch auf diesen Tafel hier geschrieben, Lux lucet in tenebris, lateinisch für Licht scheint in der Finsternis. Es ist eigentlich das Zeichen der Waldenser von den letzten 800, 900 Jahren gewesen. Und die Waldenser sind eine bibelgläubige Gruppe, die sich in Lyon und Umgebung, Nordwestitalien, Südfrankreich aufgehalten hat. Aber es ist eine von vielen bibelgläubigen Gruppen. Sie wurden genannt Christen in Apostelgeschichte 11, 26. Nachfolger von Paulus, Paulusianer, die via Bulgarien nach Bosnien, heutige Bosnien kamen, wurden sie genannt Bogomile. Sie wurden genannt Katharer in Südfrankreich, nach dem Wort Katharsis, griechisch für Katharina, Reinigung. Sie wurden genannt Albigensen in Südfrankreich nach Albi. Sie wurden genannt die moravische Brüder in die Tschechei.
Ze worden genaamd Anabaptisten, Baptisten, Wiedertäufer, Brüder. Allerlei verschillende namen voor Leute, die Gottes Wort glauben. En dat woord Christ, we zullen dat niet nu bespreken, wird nur dreimal erwähnt im Neuen Testament. Einmal in Verbindung mit Jünger Jesu, Apostelgeschichte 11. Einmal in Verbindung mit Zeuge, einmal in Verbindung mit Trübsal. We zullen dat een anderes Mal in Detail bespreken. Aber ich möchte hier heute sprechen über Kennzeichen von Christen. Einfach von bibelgläubigen Christen. Warum? Weil da ist so ein riesen Abfall und ein Durcheinander mit allerlei Irrlehren. Und dann denkst du vielleicht, das ist etwas Neues, das brauche ich. Aber das ist das Gleiche wie in Apostelgeschichte 17. Die Athener, die waren da nur, um jeden Tag etwas Neues zu hören und zu sagen. Hast du schon gehört? Das ist etwas Neues. Ja? Handys, Smartphones, wie das Neueste hören. Und dann weißt du das und dann was? Und dann meistens nichts. Dann ist es, oh, hast du schon gehört? Und dich zu festigen in Gottes Wort ist das Letzte, was das Fleisch meistens will. Deswegen erstens, das Besondere von einem Christ ist, dass die Rettung von seiner Seele ist in einer Person. Nicht in einer Religion, nicht in einer Struktur von Gesetze und das darf ich nicht. Rettung von deiner Seele, von Gottes Gericht, ist in eine lebendige Person. Vers 8, da sagt Saulus, Herr, wer bist du? Er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Das war sein Problem. Das hat nichts zu tun mit einer Religion oder mit einer Messe oder sieben Sakramenten. Das ist eine lebendige Person, die für dich da ist, um dich eigentlich selig zu machen, glücklich zu machen, Vergebung der Sünden zu schenken. Nun, das Problem ist, dass der Feind hat, ist der Nachahmer. Hat auch einen Gesalbten, einen Christus, das ist ein Antichrist. Wir können das später nochmals kurz erwähnen, woher er kommt. Aber in Lukas Kapitel 2, Vers 26, haben wir die Beschneidung von Jesu Christi am 8. Tag. Und da in Apostel Lukas Kapitel 2, Vers 26 weiter, da gibt es einen älteren Mann mit Namen Simeon. Ihm war ein Antwort worden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen, er hätte den zuvor den Christ des Herrn gesehen. Den Christ, gesalbte den Messias des Herrn. Es gibt einen Christus des Teufels, der Welt, und einen des Herrn. Von der lebendigen Gott. Ja, es gibt viele Muslime, die erwarten einen Mahdi. Viele Religionen erwarten einen Erlöser. Auch die Juden erwarten ihn. Sollen die Falsche erwarten. Hunderte Millionen sollen den Falsch umarmen. Aber hier ist es der Christus des Herrn. Und die meisten haben kein Interesse daran. Wir haben Simeon, Anna, die Hirt im Feld. Das sind so ungefähr die Einzigen, die wirklich sich gefreut haben auf diesen Jesus von Nazareth, Christus des Herrn. Alle große Pharisäer, Schriftgelehrte, die große theologische Schule, haben kein großes Interesse an den Christus des Herrn gehabt. Das ist unsere Hoffnung. Und er ist für jeden Mensch gekommen. Nicht nur für eine kleine bestimmte Gruppe, wie Augustinus schon lehrte im 4. Jahrhundert, ein Hamid aus Afrika, die eine vollkommene Irrlehre verkündigte, dass nur eine kleine auserwählte Gruppe zu Gott kommen kann. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommen soll. Lukas 19, Vers 9. Wir lesen da, dass Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Sintemal er auch Abrahams Sohn ist, das ist der Zöllner Zacchaeus. Denn des Menschensohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kam, um Verlorene zu suchen. Das ist der Grund, warum wir auf die Straße gehen, warum wir Mission machen in Asien oder in Europa oder in Afrika, um verlorene Seelen zu suchen, die kaputt sind von Sünde, die keine Hoffnung mehr haben, aber die brauchen zu hören, dass Gott in seiner Gnade seinen Sohn aus Liebe für sie hat gegeben. In Lukas 2, Vers 14 sagt es so in der Lutherbibel, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das heißt, jeder Mensch
möchte Gott ein Wohlgefallen tun in dem, was er seinen Sohn für sie hat gegeben. Aber die modernen Bibeln haben davon gemacht, Reformierte, Luther, Zürcher, alle zur Übersetzung, und auf Ehe, Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Das ist eine spezielle Gruppe, eine auserwählte Gruppe. Einige sagen, ja, vor der Gründung der Welt schon auserwählt. Verfälschen von Gottes Wort. Da steht geschrieben, den Menschen ein Wohlgefallen. Alle Menschen, Moslem, Atheist, Satheist, hat Gott ein Wohlgefallen getan, indem er seinen Sohn für sie persönlich hat gegeben. Der dritte Punkt ist, Rettung ist nicht nur in einer Person. Rettung ist nicht nur für jeden Mensch. Die Rettung ist frei. Es kostet ein Mensch nichts, um errettet zu werden. Jede Religion versucht zu zeigen, du musst dieses oder das tun oder das und das nicht tun und vielleicht schaffst du es dann irgendwo beim jüngsten Gericht im Himmel aufgenommen zu werden. Und keiner hat sicher. Die Bibel sagt etwas anderes. Es ist frei. Das erste Mal, dass ein Gebot erwähnt wird an den Menschen, war in 1. Mose 2, wo steht geschrieben, du solltest essen von allerlei Bäumen im Garten. Mit anderen Worten, sie konnten frei von jedem Baum nehmen. Aber wenn der Feind mit Eva spricht, dann wird das erste weggelassen in 1. Mose 3, 2, das Wort allerlei wird weggelassen. Das heißt, die neuen Bibeln haben eine Sache gemein, da wird Worte ausgelassen. Stärker noch, da werden mehr als 2000 Worte weggenommen in der neuen Übersetzung. Das ist mehr auf die ganze 2. Petrusbrief. So, die Worte sind weg. Das ist einfach kürzer in der neuen Übersetzung als in Gottes Heilige Schrift Luther oder der englische King James oder die Zürcher Bibel hier in der Schweiz im 16. Jahrhundert. Die Bibel sagt, die Wahrheit wird doch frei machen. Gott möchte dich frei machen von der Macht der Sünde. Gott möchte dich frei machen von dem Zorn Gottes. Dann hat er seinen Sohn gegeben. Römer 6, Vers 18 sagt er, nun ihr frei worden seid von der Sünde, seid ihr Knechte worden der Gerechtigkeit. Du brauchst nicht mehr zu sündigen. Du brauchst nicht mehr abhängig zu sein von deinem Fleisch, von irgendeinem Rausch, an Alkohol oder bestimmte Bilder oder Musik. Du kannst vollkommen frei werden durch die Kraft von das Blut des Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt in Offenbarung 22, 17, wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Warum ist das frei? Warum ist das umsonst? Weil der Preis für deine Sündenschuld ist bezahlt mit dem Blut von Gottes einzig geborenen Sohn. Und das ist das Blut Gottes selber. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 28. Was geändert worden ist in aller neuen Bibel, da haben sie gemacht, das Blut seines eigenen. Das Blut Gottes ist ganz klar das Blut von Jesus Christus. Es gibt einen Irrlehrer, John MacArthur, die sagt, nein, es ist der Tod Jesu, die rettet. Das ist eine Lüge. Das Blut rettet, das Blut erlöst auch. Das Blut Jesu kann nur erlösen, zurückkaufen. Das Blut von Tieren kann Sünden vergeben, aber nicht wegtun, nicht erlösen. Nun, viertens möchte ich sagen über Rettung. Die Rettung ist aufgrund von Glauben allein. Sagst du, Schwein, das kann doch nicht sein. Etwas so Wunderbares umsonst. Ich muss etwas zahlen, ich muss etwas tun. Ja, der selbstgerechte German möchte immer etwas tun. Aber Gott sagt, nein, du kannst nichts tun. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Dass Gott sagt, da ist ein Mensch, ein Zimmermannssohn, ein Jude, und in ihm ist alle Heil. Durch Glaube an ihn bekommst alles, was du in deiner Seele brauchst, für die Vergebung deiner Sünden, für Frieden mit Gott, für wahre Freude und der Sicherheit in der Ewigkeit im Himmel. Da ist er. Sagt er, was? Ein armer jüdischer Zimmermann zu Nazareth? Das brauche ich doch nicht, das reiche Schweizer. Ich bin gebildet, ich bin religiös. Das ist ein Problem. Ich. Das verdammt die meisten Schweizer in die Hölle. Dass sie nicht Gottes Gerechtigkeit, den Herrn Jesus vertraue, doch nur ihre eigene Gerechtigkeit vertraue. Da liegt das größte Problem. Die Bibel sagt in Epheser 2, 8 und 9, aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben, dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auf den Werken, auf das sich kein Mensch für Gott ruhmen kann. Es ist ein Geschenk von Gott. Gott gibt jede von hier
genügend Glauben, um Jesus als persönlichen Heiland aufzunehmen, als persönlichen Retter in seinem Herzen. Das ist ein freier Wille. Der Heilige Geist überführt, Gott der Vater zieht, aber du hast einen freien Wille, um bewusst den Herrn aufzunehmen oder abzulehnen, wie die meisten das heute leider tun. Auch wenn sie überführt werden vom Heiligen Geist. Wir lesen in Römer 11, Vers 6, auch das ist in der neuen Bibel geändert. Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nicht, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Die letzten Wörter sind weggelassen in alle neuen Übersetzungen. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nicht, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Weil alle moderne Bibeln kommen aus Ägypten, da muss man selber etwas tun, um sein Heil zu verdienen. Das geht gegen den Satz, ist aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts. Das schließt einander aus. Der Mörder am Kreuz, die wusste, dass er Gnade braucht. Er konnte nichts tun, um sein Heil zu verdienen. Er konnte nur sagen, Herr, gedenke mir, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute sollst du mit mir im Paradies sein. Ich war so 15 Jahre her in Feldkirch am Predigen. Und das war von Polizeiamt, weil sie möchten nicht mehr wissen, was wir da tun, Banner. Und da waren ältere Damen, nicht eine ältere, eine junge Frau von vielleicht so 28, 30 Jahre alt. Und die hat gestoppt, hat auf den Banner geschaut, im jüngsten Gericht, und hat dann, wenn ich fertig war mit dem Predigt, gefragt, aber was bedeutet das? Das sind die Sünde eines Menschen. Und an anderer Seite ist Gottes einzige Sohn abgelehnt. Das heißt, wenn eine Person Jesus ablehnt, ist die einzige Sünde, die niemals vergeben werden kann. Ja, Sünde. Hurerei ist auch eine Sünde. Wer sicher ist, auch eine Sünde. Aber ich bin ein Prostituierter, ich muss mein Geld verdienen für ein kleines Mädchen dabei, für meine Tochter. Gibt es Hoffnung für mich? Ich sage, es gibt Verhoffnung. Jesus ist gekommen für die Hure und Sünde und Zölle, um für sie zu sterben. Dann möchte ich mal, haben wir uns gesetzt auf dem Bänklein, ich habe das so diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, durchgenommen. Und Mann, sie war in Tränen, sie hat den Herrn gefragt, ihre Sünde zu verzeihen. Und wurde der Herr nicht errettet, hat dann ihre Arme gezeigt mit all diesen Narben von den Männern, die sie dann vermint haben. Schreckliche Sache. Und sie kam weg von den ganzen Prostituierten-Szenen. Durch was? Sie wurde frei gemacht durch die Macht des Bluts, das Blut von Gott, das Blut des Herrn, Jesus Christus. Christus, der Christus von Gott. Das ist Gnade. Nun, zweitens möchte ich etwas sagen, dass all diese bibelgläubigen Christen in den letzten 20 Jahrhunderten immer die gleiche Autorität gehabt haben, nämlich Gottes Schrift. Kommen wir nach 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19 bis 21. 2. Petrus 1, Seite 369, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Wir haben ein festes prophetisches Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eure Herzen. Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie keine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das ist ein festes prophetisches Wort. Es wird erst gesprochen, gepredigt und dann auf Schrift gestellt. Und nochmals, das Wort Schrift ist niemals ein Hinweis zu originalen Manuskripten. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nütze zur Lehre, zur Besserung und so weiter und so fort. Dann sagen viele heute, das ist an ihre Lehre aus Deutschland, via die USA, Princeton, unter Christen reingekommen, nur die originale Manuskripten sind inspiriert. Das klingt sehr schön. Das Problem ist, dass das Wort Schrift in die Bibel, in Gottes Gebrauch, niemals ein Hinweis ist zu originalen Manuskripten, doch noch Kopie von Kopie von Kopie. In Vers
15 von 2. Timotheus 3 lesen wir, dass Paulus sagt zu Timotheus, weil du vom Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Danach kommt Vers 16, alles Schrift ist von Gott eingegeben. Also Timotheus hat vom Kind auf die Heilige Schrift gewusst. Er wohnte in Kleinasien, habe ich gehört. Hatte die originale Manuskripte von Mose und Jeremia und Ezekiel und Mia, Michal und Salomon David? Ich dachte nicht. Sterker noch, wenn ich weiter in Apostelgeschichte 8 öffnet Philippus der Heilige Schrift zu den Äthiopien, die Kämmer. Hat die Äthiopien das originale Manuskript von Jesaja, was von Jerusalem via Kleinasien schnell nach Äthiopien gegangen ist? Ich dachte nicht. In Apostelgeschichte 17 sehen wir die Leute in Berede die Schrift täglich untersuchen, ob das, was Paulus sagt, inderdaad so ist. Das hat nicht die originale Manuskript in Berede gerichtet. Jesus sagt in Apostelgeschichte 5, sucht in der Schrift. Aber die originale Manuskript damals in Galiläa gab? Nein. Es war Kopie und Kopie und Kopie und Kopie. Schrieb es niemals einen Hinweis zur originalen Manuskript. Weißt du, wie das tun? Das sind Leute, die falsche genannte Wissenschaft oder Kunst betreiben, um über deinen Glauben zu herrschen, dass du zu ihnen gehen musst, um zu fragen, was sind die Worte Gottes. Alle großen Bibelschulen in Europa, die tun das heute. Aber, das heißt, Jesus hasst diese Lehre. Ist die Lehre der Nikolaite von Nikao, je kennt das Wort Nike, Nike, das sind diese Sportmarken, das ist eigentlich die Göttin, der Sieg oder Herrscher, in Griechenland und Laien herrschen über die Laien. Und die Lehre wird von Jesus gehasst und die Werke wird von Jesus gehasst, die Lehre der Nikolaiten. Kann man nachlesen auf Offenbarung Kapitel 2, Vers 6 und Vers 15. Das Neue Testament von all diese bibelgläubigen Gruppen kam immer aus Antiochus, der Mehrheitstext der griechischen Kirche. Von unserem Text, der Lutherbibel, ist er mehr als auf 5500 Manuskripten gegründet, 90% der Manuskripte unterstützt unser Text, den wir in der Lutherbibel haben. 1% unterstützt einen Text aus Ägypten, die vom 4. Jahrhundert bis 1900 niemals von bibelgläubigen Christen gebraucht wurde, nur von der Kirche Roms, die Braut Satans, die das dunkle Mittelalter und die Inquisition durchgeführt hat. Und die wird heute in allen großen Bibelschulen aus dem besten Text herausgestellt. So Wahnsinn. Du sagst, wie kann ich das prüfen? Nimm deine Bibel und schau, kannst du die Dreieinigkeit finden in 1. Johannes 5, Vers 7 und 8. Pardon, 1. Johannes 5, Vers 7. Da sagt die Lutherbibel, drei sind Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, diese drei sind eins. Fehlt in der neuen Übersetzung. Kolosser 1, Vers 14. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Durch sein Blut fehlt. Und wer hat ein Interesse daran, das Blut rauszuholen? Die Gott hat Jesus Christus in 1. Timotheus 3, 16. 99% aller Bibeln oder aller Manuskripten haben Gott ist offenbart im Fleisch. Und die Bibeln haben davon gemacht, er ist offenbart im Fleisch. Amen, sagt ihr Jehovas Zeuge. Alle liberale Theologie, wir sind aber nur ein Mensch, aber sich nicht Gott offenbart im Fleisch. Dann im Alten Testament, sagt die Bibel, ist die Schrift offenbart an den Juden. Römer Kapitel 3, Vers 2. Das erklärt auch, warum da so ein Hass ist in der Geschichte gegen das jüdische Volk. Von 1. Mose bis Offenbarung hat Gott all die Worte an den Juden, an ein Volk gegeben. Zwar fast viel, zum ersten ihnen, die Juden, ist gefolgt, was Gott geredet hat. Das Alte Testament von unserer Luther ist gegründet auf die masoretische, hebräische Texte, die immer von der deutschen Juden gebraucht wird. Die moderne Bibel aber an griechische Besetzung. Und das ist der gleiche alttestamentliche Text, den man für das Neue Testament gebraucht, um 2000 Worte wegzuschneiden aus deiner Bibel. Aber das ist nicht alles. Die haben auch noch die apokryphe Bücher, diese fälschte griechische Manuskripte, als Teil der Kanon. Hier von Hermas, Brief von Barnabas, als neutestamentliche apokryphe Bücher. Bei Collectionidik ist. Maccabeeën kennt hij vielleicht. En andere, Baruch,
alttestamentische apocryfe Bücher staan de kanon van deze verfälschte manuscripten. Waarvan man zegt, zijn die älteste en beste. Zijn niet die älteste, zijn ook niet die beste. Zijn verfälschingen van Rome. Wat ze verfälschen is dat ze apocryfe Bücher hebben, waarin geklärt wird, dat suicide is oké. Okay. Balzagerij is al oké. Okay. Vegefeuer is oké. Okay. Das Gift von Rom, zijn Aberglaube, findet man in apocryfe Bücher. En dan die gebraucht man, diese Manuskripte, verbunden met deze apocryfe Bücher, om dein Text, de Lutherbibel, niet zu ändern. Dat zijn zeer gefährliche Leute. Dat zijn Ketzer, Ungläubigen. Wenn man sie auch untersucht in de Geschichte, sieht man da, dass ungläubige Menschen in Westkern, die geheime Katholiken waren, die immer gegen die Halsamanier gegangen sind. Drittens, diese bibelgläubigen Christen der letzten 20 Jahrhunderte haben immer geglaubt an ewige Sicherheit. Wenn ein Mensch durch Glaube einmal umsonst Gottes Gnade empfangen hat und gerechtfertigt worden ist, dann ist er eins und für ewig gesichert in Jesus Christus. Das ist eine wunderbare Verheißung, die sehr wichtig ist. Wenn du wachsen möchtest, muss das erst als Fundament für dich klar sein. Wenn das nicht klar ist, ich möchte dann gerne mit euch in Römer, sind wir nur in Römer 8 lesen, Vers 38 und Vers 39. Römer 8, Vers 38 und Vers 39. Wenn du mal pfeifen hast, bin ich errettet. Ich habe gesündigt. Ich fühle mich nicht mehr errettet. Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt Folgendes: Wenn du einmal dich bekehrt hast und geglaubt hast an den Herrn Jesus Christus, ihm als Person aufgenommen hat, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Ja, und dann kam eine ältere Frau, sie mir dann gesagt hat, an jeder Gottesdienst, ah Bruder, warum wunderbar betet? Aber ich habe eine Frage, bitte betet für mich. Ja, was immer. Sie sind nicht errettet, ja, ich bin schon errettet, aber ich glaube, ich habe es wieder verloren. Es ging immer so wieder. Und am Ende dann kam sie mal wieder für das Hochzimmer und habe gesagt, Schwester, ich habe eine schlechte Mitteilung für Sie. Aber was ist das? Ich muss ehrlich sagen, sie müssen die Ewigkeit im Himmel verbringen. Tut mir sehr leid. Aufgrund davon, Römer 8, Vers 38 und 39, lesen wir, dass Gott sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns Christen scheiden von der Liebe Gottes. Wo ist er? Der in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Und Jesus ist in deinem Körper. Der Heilige Geist ist dir für ewig geschenkt worden. Und du kannst ihn nicht mal verlieren, auch wenn du das möchtest. Wenn wir nicht mehr glauben, er bleibt getreu, er kann sich selber nicht verleugnen. Amen. Das Amen. Ist Gnade. Amen. Das ist ewige Sicherheit. Das von vielen verneidet, von wem? Von selbstgerechten Christen. Die von aller Gruppe heute rundum springen. Speziell bei den Charismatikern. Dann viertens, die Bibel lehrt, dass eine Ortsgemeinde autonom ist, unabhängig ist. In 1. Timotheus Kapitel 3 lesen wir in Vers 15, so ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Da waren Ortsgemeinden in Ephese, in Rom, in Antiochien, in Lystra, in Athen, verschiedene Orte, die waren unabhängig, die haben sich selber verwaltet, aber haben schon eine Beziehung gehabt mit anderen gleichen Bibelgläubigen, wie die das auch haben. In Deutschland, in Niederlande, in Russland, in Ukraine, in den USA, das ist eine normale Sache. Aber es ist nicht, dass man sagen würde, ein zentraler Punkt, wie Rom, und das wird verwaltet von einer zentralen Person. Das kennt die Schrift überhaupt nicht. Es sind Ortspastoren, Älteste, Bischöfe, wie man sie auch nennt, die da die Gemeinde vorstellen. Dann fünftens, es gibt zwei Einstellungen, die Gott gegeben hat. Nicht Sakramente. Ein Sakrament ist verbunden mit etwas Sakrales, was Heiliges, dass du als Pastor dann etwas Heiliges vermitteln könntest, das ist nicht so. Der einzige heilige Person ist der Herr Jesus Christus. Wir haben ein heiliges Buch, ein heiliger Geist, wir sind geheiligt in Christus. Aber es gibt zwei Einstellungen, die Gott gegeben hat. Eine ist eine Taufe, dass ein Mensch, nachdem er errettet wird, kann er getauft werden
durch Untertauchung, als Bild, dass er mit Christus gestorben ist und dann auferstanden ist zu einem neuen Leben. Das ist nur ein Bild, das ist keine rettende Wirkung, wie die katholische Kirche oder die charismatische Lehre. Und es ist durch Untertauchen, Apostelgeschichte 8, da geht Philippus mit den Kämmerer in das Wasser und sie kommen aus dem Wasser. Kein Besprengen. Er sagt, von Babys dann. Babys werden errettet, sind errettet, auch wenn sie jung sterben. Wir sehen das zum Beispiel bei David. David hat ein Kind gezeugt mit Bathsheba. Ein Kind wird krank, er fastet und betet und das Kind stirbt. Und er sagte dann, ich gehe zum Kind, aber das Kind kommt nicht zu mir. Daneben, wir haben schon in Römer das angeschaut und sagten, ja, was ist denn mit all diesen Babys von... Früher war das so, Baby war krank, musste schnell ein Priester kommen, Protestant, Katholik, musste schnell gesprengt werden und dann konnte das Kind in einem Gnadenzustand sterben. Das war wirklich so. Was passiert, wenn ein Kind, ein Baby, das muss man so sagen, stirbt? So ein Kind ohne Unterschied von Gutes und Böses, wohin geht das Kind? Nicht zur Limbus, Limbus ist das Fegefeuer für die katholischen Babys. Das hat der Franzose den Papst, weißt du, Benedikt VI. Abgeschafft, weil der Papst kann das abschaffen, der ganze Limbus weg. Das sind all diese Babys dann ist gewesen, dass in diesem Fegefeuer von Katholiken sein sollten, das ist 1500.000 Jahre Rätsel. Aber gut, das kann ein Papst machen, nicht wahr? Römer 4, Vers 15 gibt eine Antwort, was die Schrift sagt, was mit Babys passiert, wenn sie nicht getauft worden sind. Römer 4, Vers 15. Sieht man, das Gesetz richtet nur Zorn an, wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Ein Kind kennt das Gesetz nicht, obwohl er in Sünde geboren ist, von sündlichen Samen gezeugt, nach einem Bild, ist da keine Übertretung, die ihm zugerechnet wird. Also ich kenne das unterschiedlich zwischen Gutes und Böses. Ein Kapitel weiter, in Römer 5, Vers 13 lesen wir, die Sünde war wohl in der Welt bis auf das Gesetz, aber wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Gott achtet die Sünde nicht in ein kleines Bild. Wenn er stirbt als Moslem, seine Eltern sind der Satanist, der Hinduist, machen daraus was, das Kind, die Seele geht direkt in den Na, zweitens, die Einstellung neben der Taufe ist Abendmahl. Das ist eine Gedächtnismahlzeit. Es ist nicht wie die katholische Kirche, die sagt, wenn man das Wort die Hostie nimmt, verwandelt es sich in das buchstäbliche Fleisch von Jesus. Das ist eine Ketzerei. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich spreche, die sind Geist und die sind Leben. Wir nehmen ungesäuertes Brot, nächste Sonntag, hoffen wir Abendmahl zu feiern. Ungesäuertes Brot, warum? Sauerteig ist ein Bild von Sünde und in das Leib von Jesus war keine Sünde, aber wurde für uns zu Sünde gemacht. Und zweitens bei dem Wein ist es Traubensaft, kein Alkohol drin, weil das Blut Jesu hat keine Sünde gekannt, das war das Blut Gottes, was fähig ist, die Sünde wegzutun und deine Seele zu erlösen. Dann sechstens die Freiheit der Seele. Das ist sehr wichtig. Du hast die Freiheit, Recht zu tun und Macht nun, um Recht zu tun, um Gott zu dienen. Du bist nicht mehr Knecht von einem Gesetz. Ich muss das tun, ich darf das nicht tun als Christ. Hat man bei vielen katholischen Leuten, vielen Protestanten, kalvinistischen Leuten, ich war selber Protestant, kalvinistisch erzogen, 25 Jahre Mitglied von einer reformierten kalvinistischen Kirche. Und das muss man tun, das darf ich nicht tun. Ich muss in eine Kirche gehen, wenn ich nicht gehe, dann bin ich nicht ausgewählt. So war, wurde mir das vorgelebt. Ich kenne die Kirche gut, in Niederlande ist nach Schottland, also mit Schottland, das meist kalvinistische Land in der Welt. Und es gibt viele Kirchen, die haben einen guten Reformationstext, die ist vollkommen entkraftet durch diese Lehre von Augustinus, die vier Calvin, reingekommen ist mit der Heidelberger Katechismus, die deutsche Lehrstunde und so weiter. Ich kenne das alles gut, ich muss es auswendig lernen und die meisten da sind nicht von Neuem geboren. Dann ist die Frage, ja, sind Sie errettet? Ja, weiß ich nicht. Aber Jesus ist für Sie im Kreuz. Ja, und Sie können alle Texte fertig schreiben. Aber es muss mir gegeben werden, weil Sie haben gelehrt, Sie müssen gegen Ihren Willen, Sie haben keinen freien Willen, von Neuem geboren werden. Und danach können Sie an Jesus Christus glauben. Genau das Umgekehrte, was wir sehen in Johannes 1, Vers 12 und Vers 13.
Da lesen wir, wie viele ihnen sich Jesus aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Menschen, noch von dem Willen des Fleisches, sondern von Gott geboren sind. Von neuem geboren findet statt durch Glaube an seinen Namen, durch Aufnahme eines Persons, des Herrn Jesus Christus. Erst kommt die Aufnahme, danach ein neues Gebot. Erst Vers 12, danach Vers 13. Nun, die Seele ist frei, um Gott dann zu ehren. Galater 3, Vers 1 sagt es so. Eu unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet, welchen Christus Jesus vor die Augen gemalt war und jetzt ungerecht gekreuzigt ist? Das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr denn nun im Fleisch vollendet? Viele Christen, die fangen im Geist an und dann kommt nach einiger Zeit, gehen sie ein gesetzliches Idee darauf legen. Das kommt immer verbunden mit Ablehnen von diesen Bibeln. Dann gehen sie in eine alexandrinische Bibel aus Ägypten, blühte Welt, sagt die Schrift. Und du kannst nicht ungestraft eine Bibel aus Ägypten nehmen, wo 2000 Worte weggelassen sind, und daneben auch noch nicht das knechtische, gesetzliche Joch auf dich nehmen, was verbunden ist mit diesem falschen Text. Das Mönchtum, das Klosterleben, die sieben Sakramente kommen alle aus Ägypten. 4 Babylon und Ägypten sind nach Rom gegangen. Und wenn man nach Südamerika geht, Philippinen geht, gesetzliche Leute, sie lassen sich kreuzigen in Ostern. Die Mafia da, die ist alle wunderbar katholisch. Die bringen ein paar Leute um, gehen in die Beichte, tic-tac-toe, und dann machen ein paar Ave Maria und wüsch, dann geht es wie bei dir weiter. Mit Leuten Erpressung und Ermordung und so weiter. Das ist Rom. Das ist eine falsche Irrlehre verbunden mit Alexandrie Ägypten. Dann ein sehr wichtiges Prinzip. Bibelgläubige Christen haben immer geglaubt an das individuelle Priesterschaft aller Gläubigen. Das war die große Entdeckung von Martin Luther in der Reformation. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht. Ihr Christen, alle sind Priester. Alle Kinder hier, die von neu geboren sind, sind Priester. Alle Frauen seid Priester. Ich war bei einem Feldkirch, ein Prediger, dann kommt ein Priester zusammen zu uns und sagt, ja, was für Recht haben Sie das zu tun? Sag ich, ich bin ein Priester Gottes. Was sagt, ich bin auch ein Priester? Sag ich, nein, ich bin ein Priester von Baal. Ich bin ein Priester von der lebendigen Gott. Das ist ein Unterschied. Und dann sagt er so, und können Frauen auch Priester sein? Sag ich, meine, habe ich so 10 Frauen, die Priester sind. Was sagt er? Also, das geht doch nicht. Ich sage, ja, und wir haben auch Kinder, die Priester sind. Sollen sie von neuem geboren sind, haben sie den Heiligen Geist und können sie im Namen des Herrn Jesus Christus direkt zum himmlischen Vater gehen als Priester. Das war das große Denken von Martin Luther. Jede von neuem geborenen Person kann jeden Moment des Tages zu ihrem himmlischen Vater in den dritten Himmel gehen, ohne in ein Gebäude zu gehen oder mit einem schwarzen Anzug mit einem weißen Bord rundum zu paradieren als Halbfrau und Halbmann mit seinem schwarzen Kleid. Die Bibel sagt, du sollst einen Priester kein Vater nennen in Matthäus 23, Vers 9. Und diejenigen, die das tun, die sagen ja nur die nicht verheirateten Männer, die 18 Jahre studieren, die können Priester sein, das sind Nikolaiten, die herrschen über die Laien. Der Priester hat Macht, das Brot in das Leib Christi zu verwalten. Eine riesige Ketzer in ihrer Lehre kommt wieder aus Ägypten, waar al die neue Bibeln herkommen. Und auch ihre Lehre von Augustinus herkommt mit seinen Auserwählungen. Kommt alles aus Nordafrika, das Land von Ham, der Verfluchte, Sohn von Noah. Dann glauben wir an eine Trennung von Kirche und Staat. Das heißt, wir glauben nicht, dass die Kirche wie der Staat kann sagen, wie ein Christ sich zu benehmen hat. Der wahre Grund, warum so viele Leute aus Europa nach den USA gezogen sind, war, dass die bibelgläubigen Christen hier in Europa ein Problem hatten. Sie hatten römisch-katholische Staatskirche, orthodoxe Staatskirche, lutheranische Staatskirche, kalvinistische Staatskirche,
und anglikanische Staatskirche oder eine Moslemander Staatskirche oder kommunistisch atheistische Staatskirche und sie müssen deswegen fliehen. Wo gingen sie hin? Nach den USA. Das war der Grund, warum damals Großbritannien von den Jesuiten geführte König George III. Versucht hat, Amerika zurückzubringen unter ein Staatskircheninstitut mit dem Krieg von 1776. Dann wurde die England geschlagen von den Amis und dann wurde die USA als eigenständiges Land geschaffen in 1776. Heute mit den neuen EU-Gesetzen sehen wir mehr und mehr ein Katholizismus, was über die EU kommt. Ein neu aufgebautes katholisches Europa mit zentriert ein katholisches Deutschland, was neu aufgebaut wird. Vergiss niemals, seit 10 Jahren gibt es mehr Katholiken in Deutschland als Protestanten. Und daneben soll ein Pastor, Bischof, sich für alle beschäftigen mit Gebet und Gottes Wort. In Apostelgeschichte 6, Vers 4 wird erwähnt, dass die Ältesten, die Aposteln, sollen sich richten auf Gebet und Gottes Wort. Nicht auf Politik, nicht auf das Geld, die Kirche investieren in allerlei Unternehmen, was Rom immer tut. Nein, Gebet und Gottes Wort, das ist, warum wir Gebetsstunde haben, warum wir das Wort übersetzen, warum wir das Wort weitergeben. Das ist unsere erste Aufgabe als bibelgläubige Christen. Nicht mit Politik, wir sollen so erwähnen, warum das nicht ist. Dann neuntens, wir glauben an eine Entrückung von der Gemeinde. Dass die Braut Jesus, die Gemeinde, existieren in alle von neuen geborenen Christen, einmal Jesus entgegengehen in der Luft. Und das soll hoffentlich heute passieren. Das kann jeden Moment passieren. Kommt schon passieren in der Tag von Jesus Christus. Paulus sagt, wir, es in Thessalonicher 4, wir erwarten ihn, dass er bald kommt. Wir sollen uns erlösen von den zukünftigen Zorgen. Und dann kommt da eine Trübsalszeit, wo Gott mit Israel wieder anfängt zu schaffen und weil der falsche Christus, des Teufels Christus, von der ganzen Welt akzeptiert wird. Offenbarung 4, siehst du die Entrückung? Offenbar 19, das zweite Kommen Jesus Christus. Ein Christ geht niemals durch die Trübsalszeit. Niemals. Dann zehntens sagt die Bibel, wenn Jesus zurückkommt, gibt es ein buchstäbliches 1000-jähriges Reich, wo Jesus herrscht auf dem Stuhl Davids in Jerusalem und die ganze Erde soll von Neuem geboren werden. Dann soll der Löwe, der Bär mit dem Kind spielen und so weiter. Und nun ist es echt nicht der Fall. Kommt nach Lukas Kapitel 1 und dann sehen wir die Verheißung, die die Engel geben, gibt, glaube an Maria. Und ein Teil ist eingetroffen, aber das größte Teil ist noch nicht eingetroffen. Und der Grund ist, dass wir immer müssen bedenken, das wichtigste Thema in der Bibel ist nicht das Kreuz oder unsere Rettung, was natürlich interessant für uns ist, weil wir möchten gerne wissen, dass wir errettet sind, ich glaube alleine. Aber in der Bibel von 1. Mose bis Offenbarung ist das größte Thema das zweite Kommen Jesus Christus. Und das wird hier erwähnt in Lukas Kapitel 1, Vers 31. Da sagt der Engel zu Maria, siehe, Lukas 1, Vers 31, du wirst schwanger werden im Leibe und einen Sohn gebären, des Namens sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich und seines Königreichs wird kein Ende sein. Nun, erstens, Vers 31, das erste Teil hat schon zugetroffen. Du wirst schwanger werden im Leib, das ist passiert. Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Und dann einen Sohn gebären, das ist passiert. Des Namens sollst du Jesus heißen, das ist auch passiert. Er wird groß. Und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Ist auch passiert. Kommt. Und dann kommt etwas, was noch immer nicht eingetroffen ist, also eine Spalte von 2000 Jahren. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Jesus hat noch niemals den Stuhl von David bekommen, in Jerusalem und darauf buchstäblich gesetzt, um als König zu herrschen. Niemals in die Geschichte. Es muss noch kommen. Wann? Bei zweiter Kommen Jesus Christus, so von meinem Mann. Es gibt 10-mal mehr Prophezeiungen über das zweite als über das erste Kommen Jesu Christi. Gott freut sich, wenn Jesus herrscht und alle Ehre der Völker der Welt bekommt, von Chinesen, Europäern, Amerikanern, Russen, Afrikanern, Südamerikanern, als dass er bei seinem ersten Kommen seinen Sohn sieht, die nackt an einem Kreuz genagelt wird. Das ist für Gott echt kein Höhepunkt. Für uns schon, weil wir sind ja errettet worden.
Aber für Gott ist das Höhepunkt, wenn sein Sohn als König kommt. Das Thema in der Bibel ist ein König, ein Sturm und ein Königreich. Das ist das größte Thema. Bevor das eintrifft, muss er erst kommen, um für die Sünden von Israel und für die Welt zu sterben. Und das, ja, das ist negativ und das hören wir Menschen nicht gerne, richtig? Wir möchten das Positive hören, wie die Juden, nicht das Negative. Nun, Luther hat in der Zeit der Reformation diese Bewegung zusammengefasst in vier Wörter, die vier Solas. Sola gratia, nur durch Gnade. Sola fide, nur durch Glauben. Sola scriptura, nur durch Schrift. Und sola Christo, nur durch Jesus Christus, Person von Jesus Christus. Die vier kann man zusammenfassen in die fünfte Solo Deo Gloria, nur zur Ehre Gottes. So wird das zusammengefasst. Nun, es gibt zwei andere Punkte, die sind negativer. Die waren sehr normaal in de Reformationspredigt hier in de Schweiz, Holland, Deutschland, Skandinavië, Engeland. In de USA in 16e, 17e, 18e en 19e Jahrhundert. De laatste 100 jaar, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, wird das nicht mehr klar erwähnt, weil alles muss positief zijn. Nou, waren muss auch die Dinge negativ deuten, weil die Welt liegt unter dem Einfluss des Gottes der Welt, der Teufel. Die alle Reformatoren, Lutheraner, Calvinisten, Baptisten, aber zwei andere immer erwähnt, das ist, Rom ist die Hure Babylons in Offenbarung 17, Vers 5. Wird kaum mehr gelehrt, in keine Schule heute, aber das ist die Tatsache, wie es ist. Offenbarung 17, Vers 5, das ist eine der sieben Geheimnisse. Vers 4. Das Weib war bekleidet mit Scharlach und Rosinenfarbe und übergüllt mit Gold und Edelgestein und Perle und hatte einen güldenen Becher in der Hand vor Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und in ihrer Stirn geschrieben den Namen das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Die Mutter der Hurerei ist auch Töchter. Und so sehen, Töchter davon sind allerlei Ismusen, das ist Geheimnis Babylons. Mammonismus, Judaismus, Katholizismus, Orthodoxismus, Hinduismus, Buddhismus. Al diese Ismussen sind menschliche Ideen, um zu Gott zu kommen. Die Frau in Vers 6 ist trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Das ist ein religiöses System. Und trunken vom Blut von Christus und Juden. Deswegen sagt Johannes in Vers 6, ich verwundere mich sehr, dass ich sie sah. Wie kann ein christliches System Juden und Christen en masse umbringen? Nicht so schwer. Das System hat eine Inquisition gehabt. Vor hunderten Jahren. Die Juden und Christen massal getötet. Ich kann es nachschauen in Hildebrand von Brachts Martyrenspiegel. 80 Jahre Krieg in Holland. Gegen Rom. 30 Jahre Krieg in Deutschland. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung wurde umgebracht. Die Rekatholisierung von Österreich. Alle Protestanten und Baptisten wurden entweder müssen sie sich bekehren, wurden ausgewiesen oder wurden ausgerottet. 32 Jahre in den Krieg, 1914, 1945, mit dem Ziel, um Europa zu rekatholisieren. 18 Millionen Deutschen wurden Land in den Weg genommen, verwundet kamen sie zurück oder wurden umgebracht. Die Töchter von dieser Mutter, Kommunismus, mehr als 100 Millionen Tote, letzten 100 allein, unter Stalin, Lenin und Mao. Faschismus unter Franco und Mussolini. Das sind die Folgen von, das sind die Früchte von diesem System. Dann das letzte Punkt, was auch nicht mehr erwähnt wird: der Papst ist der Mensch der Sünde, der zukünftige letzte Papst oder Antichrist sein. 2. Thessaloniker 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 3. Seite 345. Lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall kommt und offenbart werde, der Mensch der Sünden und das Kind des Verderbens, denn er ist ein Widerwärtiger und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißet, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich vor, er sei Gott. Und das ist der zukünftige Mensch der Sünde. Heute ist er schon da im Amt von das Haupt der babylonischen Mysterienreligion,
de Pontifex Maximus, Brückenbauer oder Hohepriester, Hohepriester des Teufels. Und der letzte Mensch der Sünde soll getötet werden nach der Drückung der Gemeinde, auferstehen, nachdem Rom zerschüttelt von den 10 Königen und dann nach Jerusalem gehen, ein Bild aufstellen, um da anbeten als Gott zu haben. Warum? Weil kurz danach bei zweiten kommen soll dort Jesus Christus als ware Messias, Christus Messias, die Anbetung bekommen von den Völkern. Das ist genau das, was der Feind will. Er ist neidisch und möchte immer wie Gott sein. Und den bin ich von der wahren Gott zu sich nehmen. Das ist ein Bibelgläubiger, ist gegen die ökumenische Bewegung, das heißt, eine Bewegung zurück Richtung Rom. Ist gegen die charismatische Bewegung, eine Bewegung zurück Richtung römische, mittelalterliche Mystik. Gegen Hyperkalvinismus, gegen die Irrlehre von Augustinus, Amit aus Afrika, und gegen die Lehre von Hyperdispensationalismus, dass man nur die 7 Brieven von Paulus nimmt und das Abendmahl, Taufe, Gemeindeversammlung, alles aus dem Fenster schmeißt. Das sind Dinge, die ein bibelgläubiger Christ nicht mit beschäftigt. Du sagst vielleicht, auch wenn du diese Predigt anschaust, ja, aber es gibt keine bibelgläubige Gemeinde in meiner Gegend. Sag ich einfach, bete, dass Gott dich Arbeiter schickt. Oder bete darüber, dass du eins anfängst. Du sagst, ja, ich weiß noch nicht. Sorge einmal dafür, dass du ein bisschen mehr weißt auf die Dinge, die du versuchst zu lehren. Wir haben das schon erwähnt, in erster Stunde in Nepal, Afghanistan, Pakistan, Indien, Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir Korrespondenzkurse vom Gallus Bibelinstitut. Die kannst du selber nehmen, die kannst du downloaden, kostet dir nichts. Fragen beantwoorden, dan bekommst du Zertifikate, dan kannst du damit einen Anfang machen, um das Wort selber zu lernen. Und wenn du das nicht tun kannst, kannst du immer hier kommen, um einen Job zu holen oder eine Gemeinde zu besuchen. Aber das größte Bedürfnis in den letzten Tagen sind Arbeiter, die bibelgläubige Ortsgemeinden anfangen. Das ist, was Gott eingestellt hat. Neben einer Familie, einer Obrigkeit, ist eine Ortsgemeinde ein von Gott erzieltes Institut. Um im Namen des Herrn zusammenzukommen. Nur mit 2 oder 3 sich versammeln in Jesu Namen, ist er schon in der Mitte. Wenn du Hilfe brauchst, lass uns wissen, wir beten für dich und vielleicht können wir euch auch darin weiter unterstützen. Aber nochmals, das ist ein kurzer Überblick über die Geschichte von bibelgläubigen Gemeinden. Einfach Christen, Nachfolger, Jünger, die Jesus nachfolgen möchten. Und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, vom Punkt von der Bibel, in den letzten Tagen ist da ein großer Abfall, dass neugeborene Christen die Bibel der Welt von Rom aufnehmen und die Mehrheitstext, 90% von allen Manuskripten, da ist eine Lutherbibel gegründet, an die Seite schieben. Das sind sehr gefährliche Leute, pass auf, Herr Blauruf, und wenn das passiert, was musst du dann tun? Die Bibel sagt es so, nehmen wir 2 Versen, um abzuschließen, in 1. Timotheus 6, der andere in Hebräer Kapitel 13, 1. Timotheus 6, Vers 5. Schulgezänke solche Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die da meinen, Gottseligkeit sei ein Gewerbe, tue dich von solchen. Die letzten 4 Worte fehlen in der neuen Bibel. Tue dich von solchen heißt, wende dich ab, trenne dich. Wenn Leute von der Wahrheit beraubt sind und sein Wort ist die Wahrheit. Das ist das Buch, was Gott gegeben hat. Wenn Leute das ablehnen, pass auf. Und zweitens, in Hebräer 13 wird ein ähnliches Prinzip erwähnt. Hebräer 13, 13. Lasst uns nun zu ihm, das ist zu Jesus, hinaufgehen, außer dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. De zukünftige is het Neue Jerusalem, onze aller Mutter. En we zullen in deze stad zijn, dat is onze heim, waar we gehören. Maar bis dan müssen we außerhalb in een religieuze Lager gehen. En wie Jesus außerhalb van het religieuze Zentrum damals in Jerusalem, Judaismus, gekreuzigt wurde, müssen wir außerhalb in het religieuze Zentrum gehen. En wat gehört dazu? Zijn Schmach leiden. Jesus musste da gekreuzigt werden, Schmach leiden. Und wir sind sein Leib, verbunden mit das Haupt im Himmel. Und wie Jesus damals leiden musste als Haupt, geht es auch so für uns. Man stellt dich nieder. Und nochmals, hier in der Schweiz. Gut. Du hast Schmach, mit böse über dich geredet.
Aber vergleicht das mit unseren Geschwistern. Ganz. Dann ist das noch einigermaßen zu ertragen, wenn man das so vergleicht. Das gehört zu den Nachfolger von Jesus Christus. Er hat das für dich getan. Können wir auch ein bisschen in die Nachfolge Jesu was einstecken, zu seiner Ehre. Und dass wir es würdig geachtet sind, ein wenig für ihn zu leiden. Und das ist nicht viel im Vergleich mit was er als Gottes heiliger Sohn am Kreuz für uns gelitten hat. Und zweitens, was unsere Geschwister in anderen Ländern nun leiden. Einfach weil sie Christ sind und sie gerne erste Tag der Woche versammeln möchten.